So, weiter geht es mit einer neuen Folge Injustice Gods Among Us. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und die letzte Folge hat über 5600 Likes. Und damit kommt natürlich Folge 3. Wir schauen jetzt, wie die Story weitergeht. Auf geht's, Leute! Der Kragen funktioniert. Gut. Umerziehung hätte bei ihm keine Wirkung. Und ich soll wirklich nicht bleiben? Kerl, ich weiß, dass du dein Supergehör nicht verloren hast. Ist das okay für dich? Mit uns? Natürlich. Ich will sie nicht ersetzen. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß. Mach weiter. Alles gut. Ich gehe. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Lander unterwegs ist. Mein Supergehör funktioniert wohl noch. Hoher Rat? Mir gefällt Dianas neues Aussehen. Wir haben ein Problem. Ich bin Dianas Zwilling begegnet. Und jemanden, der aussah wie Oliver Queen. Und Hal Jordan. Finde sie und alle anderen dort draußen. Ich muss alles wissen. Danke fürs Mitnehmen. Du bist ein lustiger Kerl. Bist du sicher, dass die alte Gang hier lebt? Ja, hier könnten sie begraben sein. Gesetzestreu? Was erlaubst du dir? Interessant. Mein Ruf eilt mir voraus. Du spinnst! Ach, bitte geh nicht! Klappe, Klau! Ah! Oh, hast du dich am Bein verletzt? Wie wär's noch mit einem gebrochenen Genick? So, jetzt wisst ihr Bescheid, Superman hat eine Pille erfunden auf Kryptonit-Basis, deswegen halten die alle so viel aus, denn normalerweise, wenn Superman zuhauen würde, selbst bei so einem Batman, Joker oder Green Arrow, die wären platt, die wären einfach platt. Also, auch der Joker hätte keine Chance gegen Batman, absolut keine Chance. Hier so in einem 101 auf offener Straße, Batman, allein mit dem Anzug, allein mit den Gadgets und der Kampferfahrung, die Bruce Wayne besitzt, hätte er keine Chance. Ich würde 100% auf Batman setzen. Klar, der Joker, der hat die dreckigen Moves. Das muss man ihm lassen. Die hat er. Die hat er wirklich. Aber trotzdem. Betsy ist Betsy und Betsy ist auf jeden Fall physikalisch überlegen. Ganz ohne Zweifel. Guck mal hier, Lachgas. Nein, der Mülleimer, da ist mein Gesicht drauf. Wenn ihn irgendjemand schleudern darf, dann ja wohl ich. Hey, ich wollte was werfen. Alles klar, Bruder. Alles klar. Autsch. Alter, Batman. Jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er durch. Das ist doch mein Ding, durchdrehen. So. Na, guck mal hier. Da nimmst du den Kuchen ins Gesicht. Und da kommt mein bester Freund, der alte Brechi. Aufwachen. Ach, der Joker. Süß. Mit der Bazooka ins Gesicht. Boom! Nun zu dir, mein grantiger, fliegender Nager. Zaubern wir ein Lächeln ins Gesicht. So ein wunderschöner Augenblick muss ausgekostet werden. Fang den Spaß nicht ohne mich an.
los geht's. Wohl kaum hocke. Und ich habe meine Kamera nicht dabei. Ich hätte 10 Millionen Klicks kriegen können. Rechter Fuß. Perfekt. Ja? Superman, gute Nachrichten. Wir haben Batman geschnappt. Bin unterwegs. Oh, ich vermisse ihn jetzt schon. Wo war ich noch, bevor ich so rüde... Mit Blei vollgepumpt? Harley? Harleen. Ich habe erfahren, dass irgendein Freak wie der Joker rumläuft und gegen einen möchtegern Batman kämpft. Du hast das Aussehen. Und jede Menge Kraft. Was du nicht hast, ist das Recht dazu. Joker war ein Held. Du bist es nicht wert, seine Schuhe abzulecken. Harley, ich bin's. Ich bin der Joker. Hier, es steht auf meiner Unterwäsche. Nicht witzig, du Freak. Niemand gibt vor, mein Mr. J zu sein. Mr. J! Ich bin aber der Original Mr. J. Trust me, girl. Boah, Harley hat so einen derbe, geilen Arsch. Ach, wie gern hätte ich so eine Harley. Auch im echten Leben hätte ich gerne eine Harley. Wir würden so gut harmonieren. Wir könnten all die perversen Dinge tun, die wir schon immer tun wollten. Und dabei würden wir lachen, Harley. Lachen. Wer will schon Catwoman, wenn er Harley haben kann? Wen würdet ihr nehmen? Catwoman oder Harley? Ich Harley. Catwoman ist mir zu anstrengend. Das sieht man doch jetzt schon. Die würde viel zu viel rumnölen. Ich schlage dich aus Liebe. Ich glaube, Harley ist viel cooler drauf. Mit der kannst du alles machen. Oh, shit. Genau zwischen die Brüste. Der Bubi-Schlitzer. Original patentiert. Guck mal hier. Ein bisschen Gas zum Mitnehmen. Und ein Mülleimer. Der Mülleimer, der geht mehrfach. Wow. Ey, der geht ja immer wieder. Kann das sein? Gehen wir da rüber. Zack. Kann ich ihn nochmal verwenden? Na, jetzt ist er kaputt. Du hast ihn kaputt gemacht, Mädchen. Schade. Haben wir uns beruhigt? Du bist es. Wie du dich bewegst. Wie du... Schlägst? Genau. Das ist Liebe. Kannst du nicht fühlen, dass es Liebe ist? Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Joker ist tot, aber du? Das ist zwar nicht mein Gotham, aber ich bin der Joker, mein Schatz. Und bin ich auch dein Joker, Harley? Süßer? Na los, es warten ein paar Leute auf dich. La 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 la. Okay, Bruce. Bereit für den Besuch? Brauchst du einen Kamm? Gute Arbeit, Herr. Wie das ist du? Er nicht. Was? Seine DNS passt zu Bruce Wayne, aber seine Vitalparameter sind alle anders. Du bist auch ein Duplikat. Sag mir, was du hier willst. Schön hast du es dir hier gemacht. Arkham sah noch nie so gut aus. Sehr verehrte Mitglieder des Joker-Clans, ihr alle kennt die Wahrheit über den Metropolis-Vorfall. Superman tötete diese Menschen. Dann wollte er mich töten. Ich bewundere eure Taten, die ihr in meinem Namen durchgeführt habt. Unruhe, Störungen. Ihr habt Superman richtig genervt. Aber jetzt stecken wir uns höhere Ziele. Ist er nicht ein Träumer? Harley sagte, dass Superman diese Tablette für seine Schläger entwickelt hat.
Dann haben Bad Boys Aufständische sie bekommen. Jetzt haben wir sie. Ein Bus könnte auf uns stürzen, ohne dass wir verletzt werden. Eine lustige Vorstellung. Ab jetzt sind wir kein kleines Ärgernis mehr. Der kläffende Köter wird zum rasenden Elefanten. Das Furzkissen wird zur Landmine. Der Joker zum König. Sonntagsanzug, aber er ist bequem und praktisch. Es wird mir eine Freude sein, dich Superman zu übergeben. Heute nicht, Liebling. Du hast Kopfschmerzen. Komm her, Mädchen. Ich reiß dir die Flügel raus. Bist du auch versichert? Ach, Hawkgirl. Dich konnte ich nie leiden. Ich kann so viele nicht leiden. Aber den Joker, den kann ich ganz gut leiden. Obwohl, ich bin ein bisschen... Ja, genervt ist vielleicht ein bisschen zu hart gesprochen, aber Batman hat so viele coole Schurken und die ganze Welt redet immer nur über den Joker. Joker hier, Joker da. Dabei gibt's viel, viel coolere. Viel, viel coolere. Guck mal hier, so ein gammeliges Schwein. Au! Sie wirft den Grill. Das ist fies. Das ist super fies. Oh, die Kleine kann was. Ich merk schon, es wird wirklich ernst. Ich schlage dich gutes, altes Brecheisen. Joker-Liebe. Joker-Liebe. Alright. Okay. Mach weit auf. Wenn ich alles gut kann, dann das Messer in die Brust. Och nö. Ha, daneben. Und der geht durch. Der gute alte Kuchen. Tja, dank Pille überlebt sie. Ich will auch so eine Pille. Ich schlage dich aus Liebe. Hübsches Mädchen. Wenn einen die Feder nicht stören. Och, nee, wieder so eine Nummer. So, mal sehen, ob wir es hinkriegen. Da war ich ein bisschen zu schnell, ha? Huh? Joker wird hier sterben. Boom! Komm schon! Oh, 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 oh. Da habe ich ein bisschen zu schnell gedrückt irgendwie. Also gehört das Fledermausbike zu Superman. Sag mir, wessen Stiefel schmecken besser? Batman ist ein Krimineller, genau wie du. Nicht annähernd. Dort, wo du herkommst, bist du also ein Held. Ach, weißt du, Batman korrumpiert den Verstand junger Menschen. Und ich? Prügle ihn ihnen aus dem Schädel. Verstand aus dem Schädel prügeln? Machst du YouTube-Videos? Anscheinend sind wir im gleichen Gebiet. Alter, Alter, der dreht gerade hier voll am Rad. Der kleine Batman-Fanboy. Bam! Schwein! Die gute alte Schweineschaukel. Wow, das war ein richtig nicer Move. Auch nicht schlecht. Alter! Nein! Die Runde machen wir noch.
Und rüber mit dir. Komm schon, der müsste eigentlich durchgehen. Oh, ich dachte, der steht schnell genug auf. Renn da mal rein. Guck mal hier, Spielzeug. Och nein, er macht den Wagger. Er macht den Wagger. Waggy doodly doo. Nix gut. I hate Wagger. Mir gefällt das rote Outfit von Nightwing irgendwie nicht. Und wie kannst du Batman nur verraten? Ich muss es Batman sagen. Es gab einen Todesfall in der Familie. Du kannst das jetzt abschalten. Schön, dass du so schnell gekommen bist, Batman. Hi, Gang. Was machen wir jetzt? Jemand Lust auf Pfannkuchen? Joker. Was? Au! Wieso? Magst du keine Pfannkuchen? Was soll das, Harleen? Was macht er hier? Mr. J könnte uns eine große Hilfe sein. Also, bist du auf deinem kleinen Ausflug hierher gekommen? Und er ist bestimmt nicht alleine hier. Wo ist Batman? Da ist einer. Direkt dort. Deine Augen. Einfach böse. Genau wie seine. Wer? Superman? Seine fliegenden Freunde haben Batman. Mein Batman. Unseren Batman. Schweig oder ich fessle dich und überlasse dich der Polizei. Weshalb hast du mich dann gerettet? Au! Wenn Batman gefangen wurde, müssen wir ihn befreien. Um deinen Batman zu befreien, müssen wir unsere Mission beenden. Oh, ich liebe eine gute Mission. Negativ. Du und dein Clan, ihr versteckt euch. Ihr seid jetzt ein Ziel. Und du bist zu gefährlich, um frei rumzulaufen. Bald sind noch mehr von ihnen hier. Los, ich folge euch bald. Ich mag dich nicht. Du hast sie also gefunden. Eine Paralleldimension. Wie kommen wir dahin? Gar nicht. Wir holen sie her. Kein Risiko für ein Außenteam. Gut. Immer dasselbe Problem. Wie machen wir es? Hiermit. Wir modifizieren meine kosmische Tretmühle. Wir ziehen sie alle auf einmal zurück. Wir haben einiges zu erledigen. Wundervoll, nicht wahr? Der Mond? Oder spiegelt sich nur sein Licht auf deiner Glatze? Schön, dass wir uns treffen. Du willst also unserem kleinen Club beitreten? Die Geschäfte laufen schlecht. Und ich werde immer gejagt. Nach so vielen Weigerungen, wieso jetzt? Es ist was Persönliches. Muss eine tolle Party gewesen sein. Steckt Superman dahinter? Er hat meine Identität offengelegt und alle Wayne-Tech-Vermögen eingefroren. Bruce Wayne wurde zu einem Niemand. Unglaublich, dass er so ausgerastet ist. Selbst bei dem, was Joker getan hat. Superman ist der Meinung, dass er Metropolis zerstört hat. Verstehe ich nicht. Irgendwie hat Joker Supermans Verstand beeinflusst, sodass er dachte, er würde gegen Doomsday kämpfen. Aber es war Lois. Nein. Joker hatte den Auslöser der Atombombe mit Lois' Herzschlag verbunden. Als sie und das Baby starben, starb auch Metropolis. Superman war verwundbar. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Seine Angst überwiegte. Green Arrow ist beim Versuch gestorben, ihm das klarzumachen. Okay, weiter. Was war mit all den Sicherheitsmaßnahmen? Er hat den ganzen Ort zerstört. Würdest du bei mir ein Risiko eingehen? Ich muss den Ersatzgenerator der Bathöhle wieder zum Laufen bringen. Du kommst mit mir. Ihr drei sichert den Eingang. Er ist im Arbeitszimmer. Ein großartiger Plan, dunkler Mann. Aber ist das nicht eher dein Ding? Wenn wir uns aufteilen, gewinnen wir Zeit. Und ihr solltet am besten die automatischen Kanonen ausschalten. Also gut. Operation Donner Adler Blitz, was auch immer, ist angelaufen.
So, wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt von Injustice Gods Among Us, dann auf jeden Fall bewerten und dann geht es natürlich weiter. Danke fürs Zusehen, vielleicht bis zum nächsten Mal und tschüss!